So, da bin ich wieder. Ja, ich möchte euch heute etwas ganz Besonderes zeigen. Ne? Nämlich, wie man Kaspertheater spielt. Ja, wie man so mit abwechselnd mit den Puppen und so weiter. Ich habe nämlich hier meine alte Puppenkiste gefunden und da sind so Requisiten drin, also so Sachen, die man für das Puppenspiel braucht und die Puppen natürlich. Soll ich mir eben schnell mein altes Puppentheater holen? Ja? Nicht erschrecken, das ist ein ganz, ganz altes. Das habe ich nämlich von meinem Großvater. So. Bobby, wuff, pack mal kurz mit an. Wuff. So. Und jetzt. Geht es? Uff. Kannst du noch einen Moment? Uff. So, abstellen. Bobby? Uff. Kannst du mal kurz festhalten, damit ich es aufstellen kann? Uff. So, mache ich erst meine Seite hier auf. So, und die andere Seite auch. So. Passt, wackelt und hat Luft. Ja, das ist ein richtig altes Kaspertheater, ne? So mit Vorhängen. Guck mal hier, die sind sogar ein bisschen kaputt. Ja? Aber ist ja auch, hat ja auch Flair. Und damit man auch weiß, dass es Kaspertheater ist, steht oben dran, ne? Kaspertheater. Cool, ne? Jo, du Bobby, wuff. Ich suche noch die kleine Glocke. Vielleicht hat die Oma für irgendwas anderes gebraucht. Kannst du die mal suchen? Wuff. Also, bis gleich, ja? Wuff, wuff. Ciao, ciao. Jo, so, und jetzt zeige ich euch erstmal meine Puppen. Na, das ist ja das Wichtigste. Die sind auch schon alle ziemlich alt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, am liebsten spiele ich eben halt Kaspertheater, ne? So, da habe ich hier den Kasper, ne? So. Den erkennt man an dem bunten Kleid, ne? Und an der spitzen Nase. Könnt ihr die erkennen? Vielleicht so rum. Ja? Na? Darin sind wir uns ein bisschen ähnlich. Was dem Kasper natürlich fehlt, das sieht man sofort, das ist die Mütze. Ne? Ja, und das ist auch Grund unseres Spiels gleich. Dem ist nämlich die Mütze geklaut worden. So, und ich lege das jetzt hier hin, beziehungsweise ich hänge den Kasper mit dem Kopf nach unten. Hier hinter der Spielleiste. So, wenn dem Kasper was geklaut worden ist, ist wahrscheinlich der Räuber im Spiel. Den haben wir hier auch. So, das ist der Räuber. Hat ein bisschen viel Sonne gekriegt, aber das ist ja auch ganz gesund. So, der kommt auch hier hin. Und im alten Kasper-Spiel war früher auch immer der Teufel mit dabei. Ne? Man kann heute fragen, wofür braucht man den Teufel? Ne? Leute haben ja Angst genug und so weiter. Aber der Teufel, also in Persona, gibt es nur noch auf dem Kaspertheater meistens, weil da weiß man immer sofort, wer der Schurke ist, wem man also überhaupt nicht trauen darf. Ne? Ja, und so eine alte Kasperpuppe habe ich hier auch. Ne? Das ist ein richtig alter Teufel. So, und den hänge ich auch hier hin. Und ja, dann haben wir noch Requisiten. Requisiten sind dann die Dinge, die man für das Spiel braucht. Und da gibt es natürlich als erstes erstmal die Kaspermütze. Ne? Die hatte früher immer so eine kleine Glocke, weil wenn es spannend wurde, man hörte das Glöckchen so leise klingeln, da wurde es mucksmäuschenstill, ne? Und man wusste, gleich kommt der Kasper. Und da wird es schon richten. Requisiten muss man so hinlegen, dass man sie mit den Puppenhänden hinterher auch gut greifen kann. So, und dann gibt es so dieses Übliche, ne? Guck mal hier, das ist ein alter Teppichklopfer, ne? Ja, früher wurden die Teppiche aufgerollt, die waren noch nicht festgeklebt am Fußboden und am Wochenende wurden die über die Teppichstange gehängt und wurden ausgeklopft, ne, damit der Staub rausging, denn Staubsauger gibt es auch noch gar nicht so fürchterlich lang. So, und für den Teufel, damit man den einmal auch einen überbraten kann, nämlich bei dem darf man es, ne? Ausnahmsweise. Und da
ist eine Bratpfanne natürlich das Allerbeste. Ja? Bei mir ist natürlich der Kasper nicht einer, der gleich drauf losprügelt. Meistens läuft der Teufel von ganz alleine vor die Pfanne. So, dumm genug ist er. Ist ja auch dumm, wenn man immer böse ist. So, dann haben wir das. So, und jetzt zeige ich euch, wie man hinter der Kasperbühne die Puppen wechselt. Ne? Also praktisch nur mit einer Hand. Und dazu hole ich jetzt die Kamera nach hinten, hinter meine Bühne, und dann zeige ich euch das. Moment, ich muss erst noch ein bisschen was richten. So, jetzt seht ihr die Puppen hinter der Spielleiste. Ne? Ich weiß, hier ist es ein bisschen dunkel, deswegen hole ich mal eben meine Taschenlampe und zeige euch, ja, da ist also der Kasper, der Räuber und der Teufel. Die hängen da rum. Ne? So, Taschenlampe tue ich jetzt wieder weg. Und weil jetzt brauche ich nämlich beide Hände zum Spielen. Ne? Also, ich kann dann von oben in das Kleid vom Teufel greifen und wenn ich dann den Zeigefinger im Kopf habe, den Daumen in der einen Hand und den kleinen Finger in der anderen Hand, dann kann ich die Puppe aus der Öse, vom Haken nehmen und kann die Puppe spielen. Ne? Und auf der gleichen Art und Weise kann ich sie auch wieder zurückhängen. Und mit der anderen Hand kann ich das Gleiche dann machen, zum Beispiel mit dem Kasper oder mit dem Räuber. Ne? Wie gesagt, ich zeige noch mal mit meiner Taschenlampe. Ja? Jo, das sind die Haken und die Ösen sind fest an den Kleidern angenäht. Ne? So, und jetzt könnt ihr mal von vorne sehen, wie das wirkt. Ne? Also ihr guckt jetzt wieder von vorne zu und ich greife eine Puppe nach der anderen einfach mal auf. So, und dazu muss ich natürlich die Kamera wieder nach vorne bringen. So, jetzt ist alles am Set und ich zeige euch jetzt mal eben, wie ich in die Kasperpuppe schlüpfe. Jetzt nehme ich also meine rechte Hand, ne, und greife hier unten in den Kasperkopf mit dem Zeigefinger und dann kann ich so auf der rechten Hand jetzt hier mit meinem Kasper spielen. Ne? Trü, tra, trullala, der Kasper, der ist wieder da. Ja, der Kasper, der spricht immer so ein ganz klein bisschen höher, ne? Wie zum Beispiel der Teufel. Den kann ich auch hier holen. So. Ich bin der Teufel, der Dübel auf Plattdeutsch. So, ja, und jetzt wisst ihr, wie das mit dem Kasper-Theater funktioniert. Jetzt muss ich nur noch wieder alles vernünftig auf den Anfang legen, ne? Weil das muss immer wieder korrekt alles so liegen, dass man jederzeit in die Puppen greifen kann. Ne? So, aber jetzt kann langsam mein Bobby kommen mit der Klinge, ne? Mit dem Glöckchen, damit es auch losgehen kann. Ach, ich höre ihn schon. Das ist ja schön. Dann stell die mal da hin, Bobby. Wolltest du zuschauen? Wuff, okay. Dann passt du ein bisschen auf, ob ich die Figuren gerade halte. Wuff, wuff. So, dann kann es jetzt losgehen. Also, bei drei geht's los. Bobby, bist du startklar? Wuff, dann kannst du jetzt klingeln. Trü, tro, trullolo, trü, tro, trullolo. Trü, tro, trullolo, trü, tro, trullolo. Kinder, seid ihr alle da? Bobby, nicht so laut.
Kinder, wisst ihr auch, wer ich bin? Ich bin der Kasper. Wuff, wuff, wuff. Nicht. Ich bin der Räuber Jaromir. Wuff, 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 wuff. Bobby, nicht. Das ist doch nur ein Spiel. Wuff, 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 wuff. Wuff, 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 wuff. Also, Bobby, so geht das nicht. Pass mal auf. Bobby? Wuff, wuff, wuff. Nee. Ich glaube, das Spiel ist für dich zu aufregend, was? Wuff. Pass mal auf, Bobby. Ich gebe dir jetzt schön Kauknochen und du kannst nebenan dich mal ganz ruhig in dein Körbchen zurückziehen, ja? Wuff, wuff. Ja, gut. Ich komme gleich und bringe den Kauknochen, ne? Ich sag nur eben schnell auf Wiedersehen zu den Kindern. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao. Ja, denn ihr habt jetzt gesehen, wie man die Puppen wechselt, ne? Und ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder bei einem richtigen Puppenspiel. Aber jetzt bringe ich den Bobby erstmal raus. Wenn ich jetzt übe, ne, dann kann er sich ein bisschen beruhigen. Und ich kann ein bisschen austesten. Buff. Und euch wünsche ich eine gute Zeit. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.